Ja, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video dreht sich heute alles um das neue Mediabook von Savage Streets von dem Label Shock Entertainment. Das schauen wir uns gleich genauer an und ich werde da auf die Pros und Kontras dieser Neuveröffentlichung eingehen. Ja, also wie schon gesagt, ganz frisch auf dem Markt das neue Mediabook des 80er Jahre Klassikers Savage Streets mit Linda Blair im neuen Mediabook von Shock Entertainment, im neuen Blu-ray Mediabook, muss man ja dazu sagen. Das Ganze hat mich 34,99 gekostet, war also kein billiger Spaß und deswegen schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an, ob sich diese Investition gelohnt hat. Das Äußerliche, also das Frontcover, finde ich schon mal sehr ansprechend. Nicht nur vom Cover Artwork her, auch von der Farbgestaltung her finde ich das richtig toll. Als Fan der 80er spricht mich das genau an. Hier haben wir den Spine. Wir sehen hier oben links das Shock Entertainment Logo, Savage Streets, den Schriftzug und da unten noch DVD und Blu-ray als Logo. Und auf der Rückseite, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen ranzoomen, sehen wir unten die technischen Angaben. Es ist eine Blu-ray enthalten, der Film ist ebenfalls noch auf DVD enthalten. Wir sehen hier noch die Limitierung von 250 Stück für dieses Mediabook. Und hier unten sehen wir dann die enthaltenen Extras, die in diesem Mediabook bzw. auf der Disc enthalten sind. Zoomen wir das Ganze jetzt mal wieder etwas weg. Haben wir hier die Beschreibung des Films. Zoomen wir das etwas weg, haben wir hier die Beschreibung des Films und wir schauen uns das Ganze jetzt von innen an. So, zoomen wir mal bis aufs richtige Ding ran. So, also schauen wir uns das von innen an. Hier haben wir die Blu-ray-Disc. Holen wir mal raus, schauen wir uns mal genauer an. New Remastered Version, Savage Streets, okay, hier haben wir jetzt stehen Nummer 6, Limited 500, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Hinten haben wir die DVD, auch hier steht Nummer 2, Limited 500, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dann schauen wir uns jetzt mal das Booklet an. So, ich musste gerade mal einen Cut machen, denn mir sind da nackte Brüste entgegengesprungen. Die musste ich erstmal zensieren. Jetzt können wir uns das Booklet mal anschauen. So sieht das Ganze aus. Haben wir viele Artworks, einige Szenenbilder, einiges an Text. So, hier sehen wir schon die Stellen, die habe ich mal überklebt. Auch hier oben gab es was zu sehen. Das habe ich dann auch mal ein bisschen entschärft. So, und hier hinten kommen jetzt Kinoplakate, Filmszenen, noch ein paar Artworks und das ist die letzte Seite. Nochmal Artworks und den Soundtrack. So, das war das Blu-ray Mediabook. Wer jetzt wissen will, was ich dennoch an dieser Veröffentlichung zu kritisieren habe, der schaut sich jetzt mal kurz den Savage Streets Trailer an mit einem super Musiktrack unterlegt. Oder er klickt einfach vor und dann sprechen wir uns gleich wieder mit den negativen Punkten dieser Veröffentlichung. Playing with heart is a dangerous game.
judgment will stand. My back's to the wall, it's out of my hands. Life isn't fair, no favorite sons. There's a time for revenge, and your time has come. Justice for all, justice for all. So, also. Ich hoffe, ihr habt euch alle schön das Musikvideo angeschaut, denn der Soundtrack ist, wie gesagt, wirklich spitze in dem Film. Nicht nur der eine Song. Aber kommen wir jetzt mal zu meinen Kritikpunkten zu dieser Veröffentlichung. Ihr habt das ja sicherlich gesehen. Ich habe ja auch das DVD-Mediabook. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber nehmen wir uns jetzt erstmal die aktuelle Veröffentlichung, was ich hier dran zu kritisieren habe. Also. Als erstes, was mich eben schon bei den Discs gewundert hat, vielleicht kann mir da draußen jemand einen Tipp geben, ist das jetzt hier oben irgendwie ein Gag vom Aufdruck her oder gab es da vielleicht irgendwo schon eine DVD Collectors Edition, die auf 500 limitiert war und ich da jetzt zufällig die Nummer 2 habe, ebenso bei der Blu-ray, wenn sie mal scharf schalten würde, danke, limitiert auf 500. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß, es gibt zum Beispiel meine Mediabook-Edition. Die ist allerdings auf 1500 limitiert gewesen. Und es gab auch eine Blu-ray in einem Slipcover. Keine Ahnung, ob die vielleicht auf 500 limitiert war. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nur ein Gag ist mit dem Aufdruck. Dann kommen wir mal hier zur Rückseite vom Mediabook. Was ich auch stark kritisiere. Also erstmal haben wir hier Limitierung 250 Stück, ist schön und gut. Ja, aber welche Nummer habe ich bitte? Ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Ich nehme als Vergleich das DVD-Mediabook. Hier gab es 1500. Und man hat eindeutig gesehen, okay, man hat die Nummer 908 von 1500. Hier habe ich jetzt stehen 250 Stück limitiert. Ohne Limitierungsnummer, also da könnte man jetzt auch schon schön 4000 drucken oder halt nochmal 250 nachdrucken. Ist ein bisschen schleierhaft. Und was ich noch zu kritisieren habe, überhaupt die Beschreibung hier. Extras Bonus-DVD. Es gibt keine Bonus-DVD in dieser Veröffentlichung. Es gibt eine Blu-ray und es gibt eine DVD. Auf der DVD sind keinerlei Extras. Die ganzen Extras sind auf der Blu-ray-Disc. Und das sind auch exakt die Extras, die im DVD-Mediabook auf der Bonus-DVD drauf war. Also auch hier wieder schlampig gearbeitet. Und was mich auch hier wundert, Untertitel, nur Extras in Deutsch. Okay, bei Blu-ray noch okay, aber auch bei DVD nur Extras in Deutsch. Es sind überhaupt keine Extras auf der DVD vorhanden. So, jetzt kommen wir mal zum Booklet der DVD Mediabook Edition. So, wer sich da jetzt ein bisschen dran erinnern kann, auch hier habe ich es nochmal zugeklebt. Es ist zu 99% das gleiche Booklet. Zu 99% das gleiche Booklet. Kann es leider nicht komplett einfangen. Das Einzige, was sie ein bisschen geändert haben, sie haben bei dem ein oder anderen Bild, Moment, ich vergleiche jetzt mal hier außerhalb. Sie haben zum Beispiel das Bild hier größer gemacht und aufgehellt. Allgemein sind alle Bilder einfach nur aufgehellt worden. Und das ein oder andere Bild wurde ein bisschen vergrößert. Also richtig einfallslos. Okay, man kann jetzt natürlich sagen, gut, warum ein Booklet jetzt verändern? Ja gut, ich meine, was für ein Mehrwert hat dieses Mediabook jetzt für mich? Ich habe mich da wirklich sehr drauf gefreut. Die Blu-ray ist okay, ist jetzt auch keine Spitzenqualität. Also ein bisschen besser als die DVD, aber jetzt auch kein Hexenwerk. Okay, das Mediabook gefällt mir optisch auf jeden Fall besser. Aber vom Mehrwert her
Ich habe keine neuen Extras, ich habe kein neues Booklet. Ich habe ein Mediabook leider mit einer sehr geringen Limitierung, was mich eigentlich auch ein bisschen zum Kauf gebracht hat. Aber ich habe keinerlei Hinweis, was für eine Nummer ich habe. Ich habe keinerlei Nachweis, dass es da wirklich nur 250 Stück gibt. Und das finde ich wirklich sehr schade. Nichtsdestotrotz möchte ich aber für diesen Film eine klare Empfehlung aussprechen. Ich habe den damals selber nicht gekannt. Ist so ein Genre, wie hat man das früher genannt, so Rape and Revenge. Also, ja, wie der Name schon sagt, es passiert was Böses und dann gibt es einen Rachefeldzug. Und Top Soundtrack. Linda Blair kann sich sehen lassen, viel nackte Haut. Einige härtere Szenen auch. Also Film, klare Empfehlung, gerade für Leute, die 80er-Filme mögen, spreche ich da eine klare Empfehlung aus. Wie gesagt, die Veröffentlichung bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, auch wenn das Mediabook an sich gesehen, für sich allein gesehen, immer noch ein gutes Mediabook ist, auch trotz diesen Mängeln, wie der nicht vorhandenen Limitierungsnummer im Prinzip und diesen komischen Fauxpas hinten bei den Extras etc., für sich gesehen ein schönes Mediabook, aber meiner Meinung nach, wer das DVD-Mediabook hat, braucht nicht unbedingt das Blu-ray-Mediabook. Aber es kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht oder so, aber für 34,99 fand ich dieses Upgrade jetzt ja leider schade, sage ich mal. Und aber es muss jeder selbst für sich wissen. Es kommt ja immer noch auf den Film an sich an und der ist super. Und ja. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt auf jeden Fall. Gebt mir doch einfach mal einen Daumen nach oben, wenn euch der Film gefällt oder wenn euch das Mediabook gefällt. Und dann verabschiede ich mich ins Wochenende. Macht's gut. Ciao.